Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Gesundheits-Life- und Mentalcoach aus absoluter Leidenschaft und diese kommenden 20 Minuten sind für dich da, damit dein Leben schöner, besser, erfolgreicher und vor allen Dingen natürlich ja so wird, wie du es dir in deinem Herzen, Achtung, nicht in deinem Kopf, sondern wirklich in deinem Herzen dir wünschst und das hast du auch verdient. Ja, und heute möchte ich mit dir in diesem Podcast, der im Übrigen ja immer über vier Themenbereiche geht, immer über das Thema Mentaltraining, Stresskompensation, Ernährung, aber auch Bewegung, über ein ganz oberflächliches Thema sprechen. Aber was uns doch alle so ein bisschen umtreibt, was alle irgendwie schön finden, was alle haben wollen, nämlich um das Thema Anti-Aging, wie du schöner, wie du vitaler, wie du besser aussehen kannst. Und was das vor allen Dingen eben auch mit deiner Lebensweise zu tun hat, mit deiner Ernährungsweise. Und ich möchte dir heute so einen klitzekleinen Einblick geben, wie mächtig du wirklich bist und was da im Hintergrund alles so abläuft. Und das finde ich ja immer so faszinierend, wie unser unglaubliches Wunderwerk, was sich Körper nennt, alles so im Hintergrund für uns macht. Und jetzt stell du dir doch mal vor, du müsstest jeden Tag deiner Leber sagen, wie die zu entgiften hat. Du müsstest jeden Tag irgendwie deinem Herz sagen, wie es am besten schlägt. Du müsstest deinen Gefäßen sagen, wie sie am besten arbeiten. Deinen Nieren sagen, wie sie am besten filtern und so weiter. Also du wirst mir sehr, sehr recht geben, dass diese ganzen unendlichen Prozesse, die jeden Tag für uns so automatisch eben ablaufen, dass wir die über unseren Geist, über unser Bewusstsein, über unser Verständnis überhaupt nicht ja vollziehen könnten. Der Körper macht das also alles alleine. Also hier darfst du für dich einfach auch mal so ein bisschen hinterfragen, wer macht das denn eigentlich? Wer sorgt denn eigentlich dafür in dir? Da gibt es ja so einen Impuls, da gibt es irgendwie so eine Kraft, ja. Und da sind wir wieder genau bei einem meiner Lieblingsthemen. Da muss es ein Bewusstsein geben, eine Kraft, ja, eine Intelligenz, die eben ganz genau weiß, wie alle diese Systeme tatsächlich funktionieren. Ja, und wie ich es eben schon gesagt habe, es geht heute um das Thema Anti-Aging und es geht darum, dass du einmal einen kleinen Einblick gewinnst. Ja, wie läuft das denn ab? Was kannst du tun, damit du noch schöner wirst und vor allen Dingen dich dann auch schlussendlich noch wohler fühlst? Und bestimmt hast du schon mal in deinem Biologieunterricht was von Chromosomen gehört und von DNA und von solchen Sachen. Und nein, keine Angst, es wird jetzt nicht wissenschaftlich, sondern es wird total spannend, denn du hast ja einen genetischen Code. Also stell dir mal vor, das ist so wie ein Fingerabdruck, nur dieser Fingerabdruck, deinen genetischen Code, der ist so perfekt und dieser Code, ja, der arbeitet jeden Tag für dich. Das macht dich im Übrigen auch aus. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass diese Chromosomen, die bestehen im Übrigen auf so einer ausgewickelten DNA, da liegt quasi die Erbsubstanz und diese Chromosomen, die gibt es überall bei dir in den Zellkernen. Also du kannst dir vorstellen, das sieht aus wie so eine Wendeltreppe und diese Wendeltreppe sind die Chromosomen und da liegt, wie gesagt, diese DNA drauf, habe ich mal in der Schule gelernt. Achtung, jetzt wird's wissenschaftlich, die Desoxyribonukleinsäure, die kann ich immer noch, die habe ich mir damals in der Schule, da habe ich noch nicht studiert, da habe ich das auswendig gelernt, ja. Das ist deine DNA bzw. dein Zellcode und das, diese Wendeltreppe, die hast du von Mama und Papa geerbt, also quasi von Oma und Opa und Mama und Papa, also hier weiß man, dass da eben deine Urahnen eben auch mit drin schwingen. Also alles, was da in diesem Code versteckt ist, hast du dann eben im Grunde genommen von deinem Stammbaum mitbekommen. Und wenn das perfekt für dich arbeitet, dann bist du gesund, dann bist du total fit, dann geht es dir gut und du hast im Endeffekt ja ein absolutes Päckchen von großartigen, ich sag jetzt mal, Codes, die für dich jeden Tag eben arbeiten. Aber ist es denn so? Sind wir auch noch mit 100 Jahren, mit 80, mit 70, wie auch immer, in der absoluten Gesundheit? Natürlich nicht. Und das musst du dir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast jeden Tag bis zu 10.000 Angriffe auf deine DNA. Jetzt überleg dir das mal. Jeden Tag bis zu 10.000 Angriffe auf deine DNA. Und ein einzelner Angriff, der kann schon eine Mutation und eine Schädigung auslösen. Und die Frage, die wir uns doch alle stellen müssen, ist, warum sind wir denn nicht alle
ja jeden Tag 365 Tage im Jahr krank, weil ist doch irre, oder? Und dann siehst du, was du für ein Wunderwerk bist, dass dein Körper es schaffen kann, diese Angriffe abzuwehren, beziehungsweise dann eben auch das zu reparieren, was dann schlussendlich vielleicht auch kaputt gegangen ist oder was gerade so dabei ist, eben zu mutieren oder eben fehlerhaft zu sein oder wie auch immer. Und auch da wieder, ich finde das ja so spannend. Ich finde den Körper ja als solches super, super spannend. Dann gibt es in deinem Körper eine DNA-Werkstatt. Jetzt kannst du dir vorstellen, da sitzen Profis, die gucken den ganzen Tag, hey, ist da irgendwas kaputt gegangen von diesem gigantischen Code, der dich ausmacht, der deine Haarfarbe ausmacht, deinen Charakter ausmacht und so weiter. Und wenn da was kaputt gegangen ist und eben fehlerhaft ist, dann kommen die mit der Fräse, also so ein Ding da zum Rausschneiden, dann schneiden die im Grunde genommen diese Profis eben einfach diese fehlerhaften Stücke raus und dann entstehen im Grunde genommen ja wie so kleine Lückenfüllerchen, also es wird repariert und dann bist du eben wieder in Ordnung. Und warum ich das dir erzähle, ist, dass du einmal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, wie unfassbar großartig dein Körper ist und vor allen Dingen, dass du vielleicht mal wieder einen Bezug zu ihm aufbaust, wie wunderbar er ist und was er alles jeden Tag für dich im Hintergrund macht. Und ich möchte dir auch nochmal ein, zwei Sachen mit auf den Weg geben, was ich im Übrigen auch in meinen Seminaren ja ein bisschen tiefgründiger erzähle. Die Frage, die wir uns doch auch stellen müssen, ist nicht nur, warum wir nicht jeden Tag krank werden, weil wir diese 10.000 Angriffe haben. Die Frage, die wir uns doch auch stellen müssen, ist, wenn wir wissen, und das weiß mittlerweile die Wissenschaft, eben auch die Medizin, dass sich Organe, wenn sie sich reparieren können, auch neu, also reproduzieren können. Das heißt, vielleicht kennst du diesen Spruch, hast du schon mal gehört, dass der Mensch alle 7 Jahre komplett neu ist. Und heute weiß man im Übrigen auch, dass das der Fall ist. Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass es nicht 7 Jahre dauert, bis du dich komplett erneuert hast, sondern dass es schneller geht. Früher dachte man im Übrigen auch, dass das Herz das einzige Organ ist, was sich nicht erneuern kann. Heute weiß man, dass das falsch ist. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass du im Laufe deines Lebens zwischen 2 und 3 komplett neuen Herzen hast. Das ist also die Erneuerungsrate bzw. die Reproduktionsrate. Und jetzt möchte ich dir mal einfach so ein paar Impulse mit auf den Weg geben, denn dieser Podcast ist ja auch dazu da, dass du zum Nachdenken kommst. Wenn jetzt jemand diese Zellschädigungen ja nicht abwehren kann, ich erkläre dir gleich, was deine Zellen ordentlich schädigt und wie du die vor allen Dingen wieder reparieren kannst, dann wird dieserjenige krank. Und stell dir mal vor, du hast jetzt zum Beispiel eine Krankheit, die möchtest du loswerden. Dann frage dich doch mal, wenn zum Beispiel die Erneuerungsrate oder die Reproduktionsrate zum Beispiel von deinem Magen wissenschaftlich gesehen zwischen 2 und 9 Tagen liegt. Ich wiederhole das mal. Dein Körper braucht zwischen 2 und 9 Tagen, um alle Zellen deines Magens komplett zu erneuern. Warum in Gottes Namen haben dann Menschen, zum Beispiel wenn sie eine Gastritis, eine Magenschleimhautentzündung haben oder Magenkrebs haben, nach 10 Tagen das genau noch, dieses Problem? Oder die Reproduktionsrate zum Beispiel beim Gebärmutterhals liegt bei 6 Tagen, bei der Leber zwischen einem halben Jahr, 6 Monate und 1 Jahr. Ist das nicht verrückt? Und du kennst es bestimmt auch schon, hast du schon mal gehört, da gibt es Menschen, die lassen sich impfen gegen Gebärmutterhalskrebs, würde doch bedeuten, mein Gott, wenn ich irgendwas habe, was negativ ist, dann kann mein Körper das doch eigentlich aufgrund dieser Erneuerungsrate, Reproduktionsrate dann eben wieder erneuern. Und hier genau ist das Thema. Denn in dem Moment, wo du dann in dieser Erbsubstanz einen Schaden hast, also wenn diese 10.000 Angriffe pro Tag, wenn da ein paar ordentlich aktiv waren und man konnte eben ja in der DNA-Werkstatt von den Profis, ja, den Handwerkern, das nicht reparieren, dann wird genau dort die fehlerhafte Kopie an die nächste Zelle weitergegeben. Denn in der Erbsubstanz liegt ja quasi die Kopie. Also das bist ja du. Daraus werden die Zellen gebaut. Und das ist der Grund, weil diese fehlerhafte Kopie also dann einfach weitergegeben wird. Aber, und jetzt kommt doch das Aber, jetzt stell dir doch mal vor, du hast die Möglichkeit, diese
fehlerhafte Kopie zu reparieren. Stell dir vor, dass in dem Moment die DNA auch wieder repariert werden kann. Wäre das dann nicht großartig? Weil das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel, um mal bei der Leber zu bleiben, dass du nach 6 Monaten oder nach einem Jahr eine komplett neue Leber hast. Nur die Grundvoraussetzung muss natürlich sein, dass aus einer negativen, kranken, ungesunden Kopie eine positive, gesunde, vitale Kopie gemacht wird. Und das wissen ganz wenige Menschen. Und wenn du schöner werden willst, wenn du zum Beispiel ja Falten hast oder du möchtest vitaler sein, dann macht es natürlich auch Sinn, denn deine Hautzellen, ja, dein Bindegewebe, deine gesamten Strukturen, die werden ja alle aufgebaut durch diese Codes, die du quasi in dieser Erbsubstanz hast. Naja, und jetzt fragst du dich natürlich, meine Güte, was kannst du denn jetzt tun, damit du am besten die Killer vermeidest und dass du natürlich auch die ganz, ganz, ganz ordentlich isst und zu dir nimmst und die in dein Leben integrierst, die auch für diese Reparationsmechanismen dann tatsächlich sorgen. Also fange ich mal mit dem Negativen an. Das Negative, das kennst du, das hast du natürlich schon mal gehört, davon gibt es die superlativen Negativen und davon gibt es die, naja, mäßigen Negativen und die nur, wenn du es in der Masse betreibst, dann wirklich negativ sind. Aber die Superlative ist natürlich klar, ist das Thema Rauchen. Das sind Gifte. Also es ist zum Beispiel das, was halt wirklich sehr, sehr, sehr schnell zum Beispiel deine DNA, also dieses wunderbare Ding, was du in deinen Zellen hast, wirklich schädigt. Heute weiß man das auch, aber eben auch ganz viel Strahlung. Wenn du zum Beispiel zu diesen Menschen gehörst, die sich so gerne in den Vorsorgeuntersuchungen, je häufiger, desto besser, untersuchen lassen und dann zum Beispiel permanent ins CT gehst, also in die Computertomographie oder zum Beispiel bei der Mammographie, das sind enorme Strahlungen. Ich überlasse das natürlich dir. Aber diese enormen Strahlungen, die haben ihre Wirkung. Und es gibt mittlerweile ganz tolle Untersuchungen, wo eben auch Wissenschaftler herausgefunden haben, dass gerade in den Ländern, wo am meisten gescannt, am meisten geultraschallt, am meisten CT und MRT und weiß der Kuckuck, was wird dort, die Krankheitsraten mit am höchsten sind. Ich möchte dir das einfach nur sagen. Ob du dann permanent zur Vorsorgeuntersuchung gehen musst, das überlasse ich natürlich dir. Aber du solltest wissen, dass Strahlung und vor allen Dingen eben auch Rauchen und Gifte natürlich dazu gehören, diese Erbsubstanz komplett zu schädigen. Und jetzt kommen natürlich die Klassiker dazu. Und da sind wir ganz weit vorne. Natürlich permanentes Essen von Zucker. Denn Zucker ist toxisch und Zucker fängt an zu oxidieren. Aber auch Alkohol gehört dazu. Und ich habe ja vor ein paar Tagen, glaube ich, Wochen, ich weiß es gar nicht genau, einen Podcast gemacht zum Thema Alkohol. Ab und zu was zu trinken ist sicherlich überhaupt nicht verkehrt. Aber wenn du jeden Tag Alkohol trinkst, beim Abbauprozess von Ethanol, von Alkohol, entsteht ein ganz starkes Gift. Und das weiß man heutzutage, das schädigt eben auch diese Erbsubstanz. So, und dann kommen eben diese Klassiker dazu, dass dieses denaturierte Essen, also Zucker, denaturiertes Essen, aber, und jetzt hoffe ich, dass du nicht gleich vom Hocker fällst, es gehört zum Beispiel auch Süßstoff dazu. Man hat herausgefunden, dass Süßstoff so schädlich ist für unsere Zellen, dass diese Oxidationsprozesse so intensiv sind. Das heißt, wenn du deine Cola Zero oder deine Cola Light oder wie auch immer gerne trinkst oder irgendwelche Light-Geschichten, dann muss ich dir sagen, das ist für das Thema Anti-Aging, für die Zerstörung, ja, von deiner wunderbaren Erbsubstanz förderlich. Also diese ganzen Umwelteinflüsse, Rauchen, Alkohol, Gifte, Strahlung, aber eben auch Zucker und Antibiotikafleisch und all diese ganzen Sachen, die du schon so oft gehört hast in diesem Podcast, die schädigen natürlich deine wunderbare Erbsubstanz. Und weißt du, da will ich das jetzt auch nicht wieder dramatisieren, aber um schlussendlich dich wieder vital aufzubauen, um diese Lebenskraft aufzubauen, haben Forscher einfach mal probiert herauszufinden, was sind denn so die Stars unter den Aufbau-Nahrungsmitteln und was ist denn auch im mentalen Bereich unglaublich notwendig, damit diese fehlerhafte Kopie eben nicht weitergegeben wird. So, und die absoluten Stars zum Thema Ernährung, und das sind die ganz neuen Studien, ich habe es mir heute gerade für diesen Podcast extra nochmal angeschaut,
ist die Aronia-Beere, es sind die Sprossen, es ist der Grünkohl, Kurkuma und ja, auch die Mango, die hat auch einen ganz besonderen Stoff. Die Blaubeeren sind dabei, Kohl ist dabei, Omega-3, Mangold, Karotten, Walnüsse, Oliven und Cranberries. Das sind die neuen Studienergebnisse. Ja, wenn du dich mit dem Thema Ernährung schon so ein bisschen beschäftigt hast, dann ist das jetzt auch nichts Neues. Aber was ich eben so besonders finde, die haben so starke Schutzstoffe, dass sie eben auch wirklich wieder reparieren können. Vorausgesetzt, du fängst eben auch an, die Dinge wegzulassen, die dich eben stark schädigen. Und dazu gehört natürlich auf jeden Fall ein zu viel an Fleisch, also klassisch Antibiotika-Fleisch, der Zucker, wie ich es eben gesagt habe. Aber es gehört natürlich eben auch Bewegungsmangel dazu und vor allen Dingen auch, wenn du nicht ausreichend schläfst. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und da möchte ich jetzt nochmal den kleinen Fokus drauf legen, damit du schöner, gesünder, vitaler werden kannst, damit dein Körper eben diese negative Kopie nicht weitergibst, ist das Thema, ja, Traumata. Was hast du in deinen Zellen gespeichert? Also welches negative Erlebnis hast du in deinen Zellen gespeichert, was sich da so eingegraben hat, dass hier die Energie eben auch nicht mehr richtig ins Gleichgewicht kommen kann? Und das ist das, was ich im Übrigen immer bei meinen Intensivseminaren mache und bei meinen Einzelcoachings, wenn ich mit den Menschen zusammen arbeite. Und zwar nennt sich das Journey. Das heißt, du gehst in diese emotionale Ebene hinein und schaust, liegt in deinem Körper, und zwar egal wo, eine Emotion vergraben. Und was ist in dieser Emotion eben noch vergraben? Zum Beispiel hast du irgendwo in deinem Körper eine Angst gespeichert? Gibt es ein Ungleichgewicht? Gibt es eine Wut oder was auch immer? Und mit guten, ordentlichen, ich sag mal geschulten Therapeuten, mit Menschen, die so etwas können, die gehen mit dir durch diese emotionalen Ebenen hindurch. Das heißt, es ist so wichtig, dass du eben auch deine Altlasten auf der emotionalen Ebene, die sich so tief in dein Unterbewusstsein vergraben haben, dass du die eben angehst. Denn ich behaupte, aufgrund meiner Erfahrung als Coach, du kannst dein ganzes Leben lang durch die Gegend rennen ohne Ende. Du kannst unglaublich viel Aronia-Beeren und Grünkohl und Kurkuma und was weiß ich, Omega-3 schlucken und dazu noch Olivenöl und Cranberries und so weiter. Das ist super, wenn du das machst. Aber das Wichtigste ist natürlich auch, dass du schaust, was hat sich in deinem System auf der tiefen Zellebene vergraben. Und wie lange dauert es jetzt? Nur mal angenommen, du hast diese Arbeit angefangen zu tun. Du hast deine Ernährung umgestellt, fängst an, deinen wunderbaren Körper zu bewegen. Du probierst, dir wieder einen gesunden Schlafrhythmus eben aufzubauen. Du fängst eben auch an, ganz gezielt, wenn du noch Raucher bist, das Thema anzugehen, um es sein zu lassen. Du trinkst nur ab und zu Alkohol, du genießt dein Leben und so weiter. Aber dann ist es natürlich wichtig, dass du wirklich in der tiefen Ebene, auf der mentalen Ebene schaust, okay, was hat sich denn da noch eingegraben? Und wie lange dauert es dann, bis du deine Krankheit, wenn sie so chronisch geworden ist, eben auch wirklich heilen kannst? Und das hängt eben auch von dieser Reproduktionsrate ab. Denn wenn eine fehlerhafte Kopie nicht mehr weitergegeben wird, dann baut der Körper neue, frische, gesunde Zellen auf. Da siehst du, wie mächtig du bist. Da siehst du, wie großartig du bist. Also die Message, die eigentliche Info von diesem Podcast ist, gehe dein Leben immer ganzheitlich an. Und wenn du schöner, vitaler werden möchtest, wenn du zu diesen Menschen gehören möchtest, die eben ja auch auf ihre Optik Wert legen, die ein schönes Bindegewebe haben wollen, eine schöne Haut, die strahlende Augen haben wollen, die aber nicht nur von außen schön sein wollen, sondern eben auch von innen, dann achte auch darauf, dass nicht nur diese ganzen Zellinformationen im Sinne von negativen, ich sag jetzt mal Mustern, die du da eingegraben hast, dass du die heilst, sondern achte auch darauf, dass du dein Wunderwerk bewegst, mindestens 3 bis 4 Mal in der Woche an die frische Luft gehst, dass du dich mit guten Gedanken eben beschäftigst und dass du diese Hausaufgaben eben machst. Und dann wirst du diese 10.000 Angriffe, die du jeden Tag hast, eben auf deine wunderbare Erbsubstanz, auf diesen ja genetischen Code, auf diese DNA, nicht nur wunderbar abwehren können, sondern dein Körper wird frische, gesunde, neue, vitale, großartige Zellen für dich produzieren. So, und zum Schluss dieses Podcasts noch ein Tipp von mir.
Wenn du dann angefangen hast, in kleinen Schritten, Stück für Stück, aber du hast es im Fokus, ohne Druck, weil Druck erzeugt wieder Stress und Stress kannst du dir vorstellen, der ist sehr subjektiv und der ist natürlich alles andere als förderlich für deine Regeneration und natürlich für eine Zellernährung. Also wenn du damit jetzt angefangen hast und du hast jetzt wirklich, du bist dran geblieben, ja, dann belohne dich eben auch, aber eben nicht mit Zucker oder mit irgendwelchen süßstoffhaltigen Getränken, sondern bleib dran und geh in die Dankbarkeit. Dankbarkeit, Liebe, ist so ein unfassbar starkes Werkzeug. Und wie ich das immer so schön sage in meinen Podcasts, es sind nicht immer die großen Dinge, die so ausschlaggebend sind, sondern die kleinen, wenn du die in deinen Alltag integrierst. Ja, und wie wär's denn, wenn du mit dem Meditieren anfängst? Wie wär's denn, wenn du mit einem Dankbarkeitsritual anfängst? Wie wär's denn, wenn du einfach ab heute anfängst zu sagen, boah, ich habe ein Wunderwerk, in dem meine Seele wohnt. Und dieses Wunderwerk behandle ich jetzt besser. Müssen tust du gar nichts, aber du darfst. Und es wäre doch toll, wenn du deinen Körper, deinen besten Freund, der jeden Tag so viel für dich tut, einfach besser behandelst. Und im Übrigen, ich liebe es, getrocknete Aronia-Beeren über Nacht so ein bisschen einzuweichen. Die sind so lecker. Ich kaufe die nämlich getrocknet, bio natürlich. Und wenn ich diese getrocknete Aronia-Beere morgens auf meinem Obstsalat esse, mit diesen geraspelten Kokosnüssen und diesen ganzen Saaten und meinem Kokosjoghurt eben ohne Zucker, oh, dann geht mein Herz auf. Ich finde es großartig. Und dann gehst du noch ein bisschen in die Dankbarkeit und fängst noch mal ein bisschen an, deine Altlasten aufzuräumen. Und dann steht deinem Anti-Aging und deinem Reparationsmechanismen überhaupt nichts mehr im Weg. Und wenn du ganz gerne mal in der Tiefe verstehen möchtest, wie all diese ganzen Sachen eben wirklich zusammenhängen, wenn du eben auch spürst, dass ganzheitlicher Erfolg auch davon abhängt, wie du denkst und vor allen Dingen eben auch, wie dein Körper für dich jeden Tag funktioniert, wenn du deine Altlasten eben auch einfach mal rausholen willst, dann komm zu meinen Intensivseminaren, denn diese Seminare, die schleifen dich 2 Tage lang sowas von durch die Energie und durch die Freude und du hast ganz viel tollen Input und vor allen Dingen, glaube mir, diese Seminare werden deine Transformation sein hin zu deinem glücklichen und vor allen Dingen auch wertvollen, großartigen Leben, was dir zusteht. Im Übrigen, dafür mache ich diesen Beruf. So, jetzt quatsche ich schon wieder so lange und so viel. Ich bin ja auch Speaker, ne? Auf Deutsch der Lautsprecher, der immer am Tröten ist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen heute einen ganz, ganz tollen, wunderschönen Tag. Teile diesen Podcast gerne, leite ihn an Menschen weiter, die auch ein bisschen was von diesem Wissen gebrauchen könnten und schreibe mir doch gerne eine schriftliche Bewertung. Das brauche ich, damit ich in der weiten Welt der Podcaster gefunden werde. Natürlich vorausgesetzt, dir hat dieser Podcast auch gefallen. In diesem Sinne wünsche ich dir nur das Allerbeste. Glaube an dich, du hast es verdient, ein wunderschönes Leben zu führen und ich weiß, dass du das schaffen kannst, aber schätze deinen Körper eben auch, denn der arbeitet unermüdlich jeden Tag für dich und er schützt dich im Übrigen ja auch jeden Tag vor diesen 10.000 Angriffen, was deine DNA betrifft. In diesem Sinne, alles Liebe für dich von Herzen, deine Kerstin.